Hallo YouTube, ich habe mal wieder was gekauft zum Unboxen. Diesmal ist es eine Capture Card. Ja, eine Capture Card sollten alle wissen, damit man Spiele aufnehmen kann und sie halt dann übertragen kann in Videos oder streamen kann. Ja, gekauft habe ich mir die Elgato und zwar Capture Card HD60S. Also das heißt, das ist die neueste Generation, was es gibt. Es gibt ja eine ohne S. Ja, dann gibt es ja noch die Pro, die steckt man ja dann direkt dann in den PC hinein. Oder die normale HD, die ist aber schon sehr, sehr lange am Markt. Das ist jetzt die neueste Generation und die werden wir zusammen unboxen. Natürlich schauen wir mal kurz, was uns hier alles so erwartet rundherum. Ja, Instant Gaming Reviews 1080p mit 60 Frames, das ist wichtig. Dann gibt es einen Editor dabei. Dann sieht man natürlich noch, was vorgegeben ist vom System. Wir brauchen einen PC Windows 10 64-Bit. Da habe ich schon mal ein Problem, weil ich habe einen Mac. Tja, und weiter geht es, welchen Intel Core i5 CPU man hier braucht. Auf jeden Fall einen Quad-Core, dann Intel HD oder Nvidia GeForce GTX 600er Serie. Sollte auf jeden Fall kein Problem sein, weil bei mir ist eine 750er drinnen und 4 GB RAM. Ja, schaffe ich auch leicht und natürlich USB 3.0 Port. Ja, packt man das Ganze mal aus. Dazu brauche ich natürlich kurz mein Unboxing-Messer. Ja, das habe ich ja mal bekommen. Ein Schweizer Taschenmesser. Und hier haben wir einen wunderschönen Schuber, wo wir das Ganze aufmachen. Hier ist nichts drin. Hier ist die Capture Card. Und wir machen es mal auf. Elgato Gaming. So wird das Ganze irgendwie schnell erklärt, wie es angeschlossen wird. Und das ist die Capture Card. Richtig klein. Wie so ein süßes, kleines Akku-Pack ist das. Richtig süß. Ja. Ich kann mich sogar erinnern, ich hatte mal die Elgato nur HD und das war halt dann schon so ein großer Prügel. Also das ist richtig was Feines, was Kleines. Schauen wir, was hier noch alles drin ist. So eine kleine Kurzbeschreibung oder Sicherheitshinweise. Nein, ich glaube, wir schaffen es auch ohne. Hier sind natürlich die ganzen wichtigen Kabeln drinnen. Das heißt, wir haben hier ein HDMI auf HDMI. Das heißt, das ist die Weiterleitung von der Capture Card dann in den Fernseher hinein. Und USB-C auf USB 3.0. Ja, hier geht das Ganze dann in den PC hinein. Das heißt, das ist eigentlich schon das Kabel, was man dann schon für die Nintendo Switch nehmen kann. Zum Beispiel zum Laden. HDMI-In, das heißt, hier kommt die Konsole hinein. USB-C, das geht dann in den PC wieder hinein und hier geht das Signal wieder raus, zum Beispiel dann auf den Fernseher oder auf den Monitor oder wo sie halt dann immer eure Streams macht. Ja, das ist jetzt die Elgato HD60S. Und warum ich mir die gekauft habe, ja, ich möchte irgendwann mal Spiele aufnehmen und jetzt muss ich mich mal ein bisschen damit spielen, ein bisschen vertraut machen, wie das Ganze so funktioniert. Und vielleicht werden wir mal in geraumer Zeit ein Let's Play von mir sehen. Ja, ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme und wie ich das Ganze meister. Ja, das war jetzt das kurze Unboxing von der Elgato HD60S. Ja, sie kostet aktuell im Amazon 169 Euro. Es gab sogar mal eine Aktion, wo es um 130 Euro war. Also wenn es einmal 130 ist, solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen, weil dann ist nichts verhaut. Dann hat man sich 40 Euro gespart und um die 40 Euro könnte man ja sich dann gleich wieder neues Gaming-Equipment oder neue Spiele kaufen, damit man streamen oder Let's Playen kann. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Ja, was haltet ihr von der Elgato HD60S? Habt ihr andere Capture Card? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Würde mich interessieren, weil es gibt ja noch sehr viele andere Hersteller, zum Beispiel Hobak, die werden vielleicht ein paar kennen, die Capture Cards oder vielleicht die alten Elgatos. Ja, auf jeden Fall sehr interessant und ich sage nochmal danke fürs Zuschauen und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Baba.